Die Firma Thome kommt aus dem südlichsten Thüringen, natürlich mitten in Franken. Unsere Erfahrungen haben wir über viele Generationen im Fachwerkbau gesammelt und setzen diese heute in Süddeutschland ein. Die eingesetzten Materialien an dieser Baustelle, das sind im Wesentlichen Fichtenhölzer aus der Region des Frankenwaldes, die wir also in den dort ansässigen Sägewerken lange im Vorfeld einschneiden lassen, die teils ein, zwei, drei Jahre auf unserem Hof liegen, um sanft in der Luft zu trocknen. Die Beschaffung dieser Fichtenhölzer, dieser Kanthölzer, das ist eine große Aufgabe in unserem Unternehmen, die also in ausreichender Menge langfristig zu beschaffen, vorzuhalten, zu pflegen und dann entsprechend mit der entsprechenden Vorbereitung, also gehobelt, teilweise auch imprägniert, auf die jeweiligen Baustellen zu befördern und dann hier dem entsprechenden Verwendungszweck dann zuzuführen. Außer den klassischen Rekonstruktionsarbeiten, die wir also praktisch hier am Schloss ausführen, ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeiten im Betrieb auch der Rückbau historischer Konstruktionen. Das heißt, die Rettung alter Bauten, die nicht mehr zur Verwendung gebracht werden. Wir bauen diese Bauteile sanft zurück, lagern die in unseren Betrieben ein, archivieren die und halten die vor für spätere Verwendungen im Bereich des hochwertigen Denkmalschutzes. Wenn also in Innenbereichen historische Deckenbalken sichtbar dargestellt werden sollen, wenn historische Fußboden ertüchtigt werden sollen, wo also zum Beispiel 10 bis 20% der historischen Dielen fehlen, sind wir jederzeit in der Lage, aus unseren Beständen diese zu ergänzen. Das Wissen von Generationen von Zimmerleuten setzen wir heute verbunden mit modernsten technischen Lösungen ein, um historische Konstruktionen, historische Dachstühle von sakralen Bauten, Kirchen, Schlössern und Klöstern zu rekonstruieren, fachgerecht zu rekonstruieren, unter möglichst sensiblem Umgang mit unseren historischen Konstruktionen. Ich bin in die Fußstapfen des Zimmermanns getreten, als ich mit meinem Großvater durch unsere heimischen Wälder gestapft bin und er mir dort die Fabrik Gottes, den Wald gezeigt hat, in der also Holz entsteht und Sauerstoff entsteht. Mittlerweile ist die Firma in der vierten Generation, meine Söhne sind also die vierte Generation. Die kennen meinen Großvater nicht mehr, aber ich kenne ihn nur mit Zimmermannsanzug. Mit Zimmermannsanzug, selbst am Sonntag im Wald, um sich die Bäume für seine Arbeiten vor Ort auszusuchen.